Hallo und ja, willkommen zurück. Weiland. Es gab gerade ein Update. Ey. Hör mich auf, ey. Ich habe jetzt diesen Spielstand viermal geladen. Was dann irgendwann mal akzeptiert hat. Ach, Weiland. Ey. Jetzt habe ich noch weniger Frames. Läuft, würde ich sagen. Es läuft. Jetzt kann ich da das Ding nicht hinbauen. Aha, schön. Kann ich die Tür vielleicht ändern? Gucken, wo sie hinsetzen können. Bewegen. Können wir sie hinsetzen? Hier können wir sie hinsetzen. Das ist gut. Nimmt sich nicht viel. Ja. Wie war ich den Schuss gefasst, wenn das hier nicht mehr läuft? So. Der Zug hier nicht mehr läuft. Also nicht mehr lauffähig ist, sagen wir mal so. Oder wir gänzlich pleite sind. Wenn wir uns mal ein Diorama anschauen. Der Glitch und Überbelegung. Ja, so war eigentlich der Plan jetzt. Ja, jetzt muss ich mal gucken. Dass die Aufnahme wieder für den Arsch ist. Einstellige FPS-Bereiche. Oha. Ja, ihr müsst euch jetzt fortpflanzen. Freilassen. Müsste das weg sein. Veterinärforschung fertig. Gut. Darum, ich weiß, dass hier gerade sehr viel im Argen ist. Gut. Wo war man stehen geblieben? Hatten wir jetzt eigentlich überall zwei Tiere drin? Männchen, Weibchen. Ich weiß, hier war so, als ob irgendwo noch Tiere fehlen. So, dass hier irgendwo nur, ja, ist so schön. Gleichgeschlechtlich drin hatten. Diamantschildkröte? Ne, Diamantschildkröte auch nicht. Aber Diamantschildkröte schon richtig eingestellt? Ja. Laut zum King. Ja, das läuft. Gut, Tiere an sich. Genau, was? Wasserbüffel. Oh. Ein Nashorn. Was ist denn hier kaputt? Okay. Wir müssen Tiere kaufen. Definitiv. Nicht schon Königstiger. Es müssten zwei haben, ja. Gut. Genau aus diesem Grund. Schaue ich da immer mal rüber. Na? Wir holen mal ein Männchen, zwei Weibchen. Na? Ja. Und Panzernasshorn. Na komm. Oh, drei Weibchen. So. Schmeißen wir die hier gleich mal rein. Wo sind sie denn? Ja, das ist genau der Grund, warum. Und das Panzernashorn. Das gute Panzernashorn. Panzernashorn dahin. Passt. Ja, müssen wir wieder ausgeben, ne? Was wir erst eingenommen haben. Ist okay. Überlegung. Und so sind. Hierher. Gut. Haut sie da rein. Dann können wir nicht das Tigergehege weiter basteln. Sehr schön.
Dann lassen wir sie mal komplett in Ruhe. Ja, jetzt ploppt jetzt hier mutan alles auf, weil wir eben 20% weniger FPS hier im Spiel. Holst du da rein? Was haben wir jetzt hier drin? Panzer los? Wir haben doch irgendwo noch andere Informationstafeln gehabt, oder? Oder waren die hier oben? Ist okay. Ein nasiges Horn haben wir. Da. Stimmt, wir haben ja mal zwei. Nee, nicht Panzernashorn. Der wilde Wasserbefehl. Der war ausgestorben beim Zoo. Okay. Dahin. Und das dahin. Gut. Bei der Gelegenheit gucken wir gleich mal nochmal rüber. Nicht, dass uns wieder irgendwo noch was ausstirbt. Null. Gehege irgendwas. Okay, was bist du für ein Gehege? Das müsste Strauß sein, ne? Ja. Strauß. Großes S. Und der Strauß. Ja, das sieht soweit in Ordnung aus. Blauer Pau können wir gleich erstmal wieder. Da ist ja wieder, sind ja wieder Unmengen an Tieren drin. Boah, ey. Diesen Husten, oh Gott. So. Sag ja, die goldene will ich ja behalten. Na? Maximaler FPS-Mangel. Zack, zack. Gucken, was wir davon verkaufen können. Er hat zu viel drin, ne? Die machen unter Umständen noch viel Ärger. Na, sieht er ja. Krankheiten. Da ist der Arzt dran. Zack, 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 zack. Ihr bleibt, der Rest kommt weg. Der kann sich nicht mehr fortpflanzen. Dann haben wir einmal richtig schön Kahlschlag betrieben. Obwohl, so viel wird hier nicht rausgehen, weil die Kranken kannst du ja nicht verkaufen. Eher ein bisschen gemein. Das? Nee, richtig. Mal gucken, was so wegkommt. Freilassen. Na? Gut, was kostet denn jetzt so viel Geld? Gehege da. Schnabelvieh. Gorilla kostet viel Geld. Okay. Ich glaube, wir werden uns erstmal weiter mit den Tigern beschäftigen. Oh, ich werde diesen Husten nicht mehr los, ey. Ich verstehe es nicht. So, haben wir jetzt hier alles drin? An. Nee, Futter fehlt noch. Gut. Dann sortieren wir mal nach Art. Königstiger, da ist er. Okay. Wasser ist 120%. Also Wasser brauchen wir nicht, wir brauchen nur was zu essen. Gott, das stimmt, das ist ja. Eine dahin? Ja, die kommen hier hin. So habe ich auch noch nicht überlegt, ne, das so zu bauen. Da
funktioniert so. Können wir eventuell noch sowas unter Wasser setzen? Vielleicht alles zu flach. Machen wir das Wasser kurz hier mal raus. Und senken das mal ein bisschen ab. Kriegen wir jetzt Wasser hier rein? Jawohl. Perfekt. Dann hätten wir das. Gut, da haben wir Klima, brauchen wir uns erstmal nicht drum kümmern. Unterschlüpfe haben wir. Immer noch was klein. Groß, naja, auch eher so wenig, ne? Hin, dahin. Gut. Der Rest müsste ja eigentlich so weit vorhanden sein. Jetzt tun wir sie erstmal rein. Gut, sind die beiden. Jetzt die Sache. Wasser. Reicht das? Reicht das? Die Wasseranbindung hier oben? Dass wir eine schöne Filtrierung haben? Ja. Perfekt. Reicht. So, was gibt's denn hier für Sorgen? Reifenhygiene, alles Überbelegung. Dann gucken wir gleich mal. Die Reifenhygiene. Ja, ja. Eindeutig überbelegt. Oh, du bist schon ein älteres Tier. Wir nehmen euch jetzt mal raus. So. Immer das. Jetzt kommt Amur-Leopard. Amur-Leopard. Das ist im Handelszentrum. Okay. Bleibst du auch erstmal im Handelszentrum. Du kommst trotzdem hier raus. So, die nächste Veterinärforschung abgeschlossen. Oh, der Strauß ist fertig. Das ist gut. Das ist sehr, sehr schön. Oh Gott. Ja, das Spiel bricht bald zusammen. Ich glaube, wir müssen erstmal noch hier den Arbeitsbereich üben. In den Vierer passen, oder? Ja. Das. Oh, Königstiger. Ja, lauf rum, mein Freund. Lauf rum. Gut, was haben wir jetzt noch an Tiere? Anzahnaser und Überbelegung. Ja, 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 das Spiel ist so am Ende. Anzahnaser. Ich werde dich ins Handelszentrum schicken. So, wie geht's hier? Berechne, berechne, berechne. Ja, die Pflanzen rausnehmen ist nicht das Problem. Was machen wir denn gleich? Allgemeiner Status. Unter Beschäftigung. An meinem Glück steht er nicht drauf und springt hier rüber. Mein Kumpel Tiger. Wir brauchen auf jeden Fall noch Spielzeug. Jetzt will man hier nicht alles so vollstellen, ne? Das Gehege ist schon sehr
wir nennen es mal relativ vollgestellt. So ein bisschen Zeug muss hier rein. Ja, alleine schon für die, die Damen und Herren, die gerne ein bisschen kurz gucken wollen, ne? Die Fenster ein bisschen vollstellen. Das war ja noch schönes an Futter. Dann nehmen wir das Ding hier noch. Weil ist der zweite auch schon da? Ne, der kommt jetzt gerade. Hervorragend. Dann machen wir die Bepflanzung nochmal, dass sie sich da wohlfühlen und dann. Wie findet er sein Gehege? Gehege. Blende, Pflanzen. Gut geeignet. Ja. Ist doch okay. Wenn das Tier damit klarkommt. Ist doch gut geeignet, sagen sie. Naja, dann. Gut, Leute. Und ich würde sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Bis denn.